Hallo miteinander. Heute geht es auf ganz besondere Weise nach Thailand, nämlich zu Zeiten von Corona. Normalerweise kommt man auch mal ganz kurzfristig hierher und brauchte auch nur seinen Reisepass. Jetzt ist es etwas komplizierter, aber möglich. Mit PCR-Test, Corona-Versicherung und Quarantänehotel von 9 bis 16 Tagen. Alle Infos, Abläufe und Eindrücke und wie man daraus das Allerbeste machen kann, das zeige ich euch ganz live in meinem Quarantäne-Tagebuch. In Bangkok bin ich ja schon sehr, sehr oft angekommen, denn meine größte Verwandtschaft lebt hier seit über 30 Jahren. Aber in Corona-Bedingungen bin ich zum ersten Mal da, also das wird spannend. Nach dem Gate sieht es so aus. Viele blaue Stühle. Der Quarantäneprozess beginnt eigentlich direkt nach dem Aussteigen, denn es geht erstmal los mit dem Hinsetzen und Warten auf Einreise, Covid-Einreise. Ich habe jedenfalls so ein Zettelchen hier bekommen und muss warten. Mal sehen, worauf. So, und ich bin auch schon einen Schritt weiter. Ich bin immer noch hier auf den blauen Stühlen in der letzten Reihe, weil ich etwas Abstand halten möchte. Und vier Schwestern und Pfleger kamen, um meine Daten aufzunehmen. Und als nächstes kommt dann der Doktor, der die Temperatur misst. Ich weiß nicht, warum vier Leute gleich meine Daten auf einmal aufnehmen mussten. Hätten natürlich auch vier anderen Passagieren helfen können. Aber gut, so ist es. Muss man nicht verstehen. Der Teil vom Aussteigen bis zur eigentlichen Einreise dauert recht lang. Bei mir waren es ganze 2 Stunden. Also, der Onkel oder die Tante Doktor haben meine Temperatur genommen und sicher 5 Leute haben nochmal meine Papiere gecheckt. Und jetzt geht's zur Immigration tatsächlich, glaube ich. Und es ist ein bisschen lustig natürlich, ein bisschen ungewöhnlich. So ein bisschen Viehlauf, aber ja, so ist es halt. Zum Hotel fahren wir vom Bangkoker Suvarnabhumi Airport etwa eine halbe Stunde. Zeit also ein wenig noch über die Einreise zu erzählen. So, und ich bin in meinem Wagen auf der Fahrt zum Quarantänehotel, zum ASQ Hotel für die nächsten 12 Tage. Quarantäne in Thailand ist im Moment für deutsche Staatsbürger 10 Tage. Man muss aber den Tag vorher anreisen und den Tag danach darf man erst abreisen. Es sind also insgesamt dann doch 12 oder 11 Nächte. Ich muss sagen, die Einreiseprozedur war richtig interessant mit den ganzen Gesundheitschecks. Meine Papiere rund um Covid-Test und Einreise-Sonderzertifikat und so weiter wurden sicher 12 oder 15 Mal gecheckt von immer verschiedenen Leuten und immer die gleichen Papiere. Also es war sehr interessant. Irgendwann ist man dann doch aber zur Immigration gekommen und dann konnte man endlich dann einreisen, aber es war wirklich eine sehr interessante Prozedur. Und dann war natürlich sehr lustig, als ich ins Auto stieg, kam dann jemand, um ein Foto von mir zu machen. Und das ist nicht, weil ich heute so unglaublich toll aussehe, sondern man hat ein Foto gemacht, um sicher zu sein, dass ich auch wirklich in diesem Auto sitze und dann wirklich die Tür zugeht und ich auch wirklich direkt zur Quarantäne gefahren werde. Also, das ist schon nicht schlecht. Und was auch wirklich sehr beeindruckend ist hier, in diesem Auto ist diese Sicherheitsabtrennung. Wenn man in Deutschland oder Frankreich ein Taxi nimmt, dann hängt da so eine Möchtegern-Plastikwand, ein bisschen so zwischen Fahrer und Fahrgast herum. Und das Virus freut sich sehr, weil es hin und her laufen kann. Hier ist es nicht so. Die Protection Wall, hier diese Schutz. Wand aus durchsichtigem Plastik geht wirklich von oben nach unten, von rechts nach links, ist richtig abschließend und das habe ich so wirklich noch nie gesehen, also echt beeindruckend. Eine Sache noch sollte man wissen, bei den Formalitäten steht es nicht immer so genau dabei, man muss auch ein Hotel oder eine Unterkunft angeben, die man für die Zeit nach der Quarantäne gebucht hat.
Ja, und es sieht so aus, als würden wir gleich ankommen. Und ja, der Fahrer hat mir gerade ein Zeichen gezeigt, auf dem stand, ich solle doch bitte im Auto warten. Und jetzt das Gefühl, nach 22 Stunden die Maske abzunehmen. Oh, wirklich toll. Alles ist vorbereitet. Das Telefon ist eingeschweißt. Es gibt Klopapier und Wasser bis zum Abwinken. Zahnbürste und Zahnpasta, Waschmittel und Spüli, Kaffee und Fertigsuppen, Masken, ein Fieberthermometer und Desinfektionsmittel, Badewanne und separat Dusche und Blick auf Wasser und Leben. Dabei aber ohne jeden Straßenlärm, ohne Bootslärm, also Stille und das mitten im lauten Bangkok. Also ich kann nur sagen, ich bin so glücklich, dass ich dieses Hotel hier gewählt habe. Das ist jetzt kein Kettenhotel und kein Luxushotel, aber ein sehr schönes Hotel, nämlich in einem alten Haus noch. Und vor allem mit Blick auf Wasser, aber eben nicht den großen Fluss, wo es wahnsinnig laut ist, sondern auf dieses schöne Nebenwasser. Und man kann hier auf dem Balkonaustritt auch sitzen, wird also frische Luft haben, denn es ist ja wirklich leider so, sehr viele und gerade die ganz schicken Hotels haben keine Fenster, die man aufmachen kann. Und das finde ich ja bei 10 Tagen oder 12 Tagen Quarantäne wirklich ganz, ganz wichtig. Die Location ist vollkommen egal, weil man darf das Zimmer ja nicht mal verlassen, geschweige denn das Hotel. Aber hier wäre sogar in der Gegend von Khao San, wo ich eigentlich nie war, lustigerweise, obwohl ich so oft hier war. Das ist eigentlich so der Touristenmagnet. Aber ich selber war fast nie da. Ich glaube, einmal mit 15 oder 16 bin ich mal mit meinen Verwandten dahin gegangen. Da wollten sie es mir zeigen. Ja, so schaut es aus. Da gibt es das Wasser und ich habe auch ganz viele Fische schon gesehen. Das finde ich einmal ganz toll. Es gibt ganz viel Leben zu gucken und ich glaube, da werde ich schon aushalten. Jetzt beginnt das Abenteuer Hotel Quarantäne und nach dem nächsten PCR-Test werde ich im zweiten Teil dann unter anderem erzählen, wie man aus 130 Hotels das Richtige für die Quarantäne wählt und worauf es dabei ankommt. Ich finde da zum Beispiel frische Luft wichtiger als Sterne und etwas Flexibilität. Außerdem werfen wir dann ein paar Blicke auf die Höhepunkte, nämlich das Essen, und lernen nebenbei noch ein bisschen Thai. Es bleibt spannend.